Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu meinem Draw My Year. Ich habe mich entschlossen, dieses Jahr einen Jahreszusammenschnitt auf diese Weise zu machen, weil kaum ein Jahr mein Leben so sehr geprägt hat wie dieses. Wir fangen mal direkt mit dem 1. Januar an, den ich gemeinsam mit meiner Freundin und meinen besten Freunden begonnen habe. Shorty hatte damals dieses traditionelle Bleigießen mitgebracht. Normalerweise bin ich nicht abergläubisch, aber ich weiß, dass das, was rauskam, tatsächlich dieses Jahr zugetroffen ist. Der Januar wurde bei mir durch zwei große Konzerte geprägt, nämlich einmal durch die Donuts in Düsseldorf, bei dem ich dank Alex, dem Gitarristen der Band, fotografieren durfte, und einmal durch das Rock gegen Rassismus Konzert von Schmutzki, bei dem ich ebenfalls mit meiner Kamera unterwegs war. Im Februar habe ich dann mein Praktikum bei RTL angefangen. Ich muss sagen, die Truppe dort war im Vergleich zu Endemol Beyond, wo ich zuvor gearbeitet habe, zuerst sehr gewöhnungsbedürftig. Dieses Gebäude, diese Firma, es war alles so unglaublich riesig und unübersichtlich. Das hat mich anfangs ganz schön überfordert. Trotzdem habe ich mich mit allen dort gut verstanden. Ich habe viele Erfahrungen bei der gemeinsamen Arbeit mit der Produktionsfirma von Comedy Rocket sammeln können und auch in der Abteilung von Punkt 12, also so richtig Fernsehen, war ich eine Zeit lang tätig. Dort fand ich es sogar so gut, dass ich mich wahrscheinlich nach meiner Ausbildung dort bewerben werde. Circa einen Monat nach diesem Praktikum, also so Ende Mai, kam dann auf einmal der Cut, der mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich habe mich von meiner großen Liebe, mit der ich 3 Jahre meines Lebens verbracht habe und mit der ich 2 Jahre zusammen in 4 Wänden gelebt habe, getrennt. Das war am Anfang alles andere als einfach und auch heute, ein halbes Jahr später, kämpfe ich noch damit, weil diese verdammten Gefühle für sie einfach nicht weggehen wollen. Die ersten Wochen und Monate danach waren die absolute Hölle für mich. Ich wusste, dass ich meine Wohnung in Remscheid, unser gemeinsames Heim, verlassen muss, weil dieses für mich alleine nicht mehr tragbar ist und auch irgendwie keinen Sinn ergibt. Der Schulstress wurde zu dieser Zeit ebenfalls nicht weniger. Jeder Teil meines Lebens wurde irgendwie nach und nach schlimmer. Alles bereitete mir nur noch Stress und ich kam nicht mehr zurecht. Ich habe den Spaß an dem, was ich immer tat, verloren und habe Sachen wie YouTube beiseite geschmissen und kam stattdessen auf die Idee, mal so Sachen wie Drogen auszuprobieren. Relativ schnell habe ich aber festgestellt, dass das alles dadurch auch nicht besser wird. Schlimmer wurde es aber auch nicht. Das Einzige, was sich verändert hat, war, dass ich irgendwie träge wurde. Ein guter Freund hat mich nach einem langen Gespräch wieder neu motiviert und mir geholfen, wieder auf die Strecke zu kommen und neu anzufangen. Für diesen male ich jetzt hier nochmal ein großes Herz auf. Einige von euch kennen ihn sogar vielleicht nur unter dem Namen Lord Abaddon. Danke Max, du hast mir damals wirklich sehr geholfen. Mein Sommer wurde geprägt durch meine Freunde und 2 unglaublich gute Festivals. Und spätestens, als ich mit Freudentränen im Auge auf dem Konzert von Rammstein stand, wusste ich, wofür ich lebe und wofür mein Herz schlägt. Jetzt fliegen die Zelte weg! Und auch das Gone Festival war eine unglaublich gute Erfahrung. Beste Grüße gehen hier raus an die Veranstalter. Vielleicht lernen wir uns das nächste Mal ja persönlich kennen. Im August bekam ich dann auf den Video Days in Köln den Community-Preis für meine Einreichung bei 1:39 TV. Was ich noch viel wertvoller fand als das Preisgeld, war die Woche im Summercamp, bei der ich mit einem unglaublich großartigen Team einen Kurzfilm gedreht habe. Und wir sahen 10 Sekunden Welt. Ich höre 10 Sekunden Welt. 10 Sekunden Welt. Chaos und Stimmen. Erdrückende Massen. Mauern aus Tod, jeden Tag höher. Nebenbei lief noch meine verzweifelte Wohnungssuche in Köln. Die meisten Vermieter haben mich am Telefon schon unfreundlich abgewimmelt, da ich ein Schüler bin und das, obwohl ich dank Nebenjob, YouTube Money und BAföG ein mehr als ausreichendes Einkommen habe. Nur durch unfassbares Glück klingelte eines Nachmittags mein Telefon, an dem mir dann Jonisch plötzlich sagte, dass sie mir ihre perfekte Wohnung in Köln überlässt. Ohne sie würde ich jetzt vermutlich in ziemlich großen Schwierigkeiten stecken. Auch dafür nochmal ein großes Herz und vielen Dank. Mein Start in Köln war dann sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin in eine Wohnung gezogen, die halb so groß ist wie die, in der ich davor lebte, und dank so Sachen wie dem Ordnungsamt hatte ich unglaubliche Schwierigkeiten, hier anzukommen. Die Einsamkeit hier in diesen 4 Wänden ist ebenfalls noch sehr ungewohnt, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass die Trennung und der Umzug doch die richtige Entscheidung waren. Ich kann nur von Glück sprechen, dass ich so tolle Freunde, eine so hilfreiche Familie und natürlich euch habe, die sich so sehr um mein persönliches Wohlbefinden kümmern. Im gleichen Zug möchte ich direkt mal sagen, vielen Dank an mittlerweile über 60.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Gespannt geht es jetzt weiter auf dem Kanal von CEO mit seinem Drama hier. Der Junge hat ja dieses Jahr seinen Durchbruch auf YouTube gehabt, aber ich denke, das kann er euch jetzt selber erzählen. Schreibt mir doch bitte einen Kommentar, wie ihr dieses Video fandet und was euch 2016 geprägt hat und lasst doch einen Daumen hoch und ein Abo da. Ansonsten haut raus, ihr Lieben. Guten Rutsch ins neue Jahr.